Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Heute geht es um einen Badezimmerschrank, besser gesagt um eine Schiebetürsystem. Diesen Schrank habe ich in einer Dachschräge eingearbeitet und die Tür hat Steffi besorgt vom Sperrmüll quasi, vom Straßenrand gefunden und die hatte sie da mitgebracht und die geniale Idee, bau das Ganze mal in die Dachschräge ein. Gesagt, getan, ich zeige euch in diesem Video, wie ihr sowas machen könnt. Viel Spaß dabei. Vielen Dank nochmal für meinen Partner Wolfkraft, der mich hier mit den Werkzeugen unterstützt hat. Als Ausgangspunkt, ja, das war die besagte Tür hier, die Steffi mitgebracht hat. Ihr könnt euch vorstellen, wie mein Kopf gerattert hat, wie ich diese Tür hier in diese Dachschräge einbauen soll. Ich habe es aber irgendwie doch noch hinbekommen und das Ganze hat wirklich Monate gedauert. Und ja, fangen wir einfach mal an. Als Unterkonstruktion habe ich mich für Dachlatten entschieden. Die sind schnell zuzusägen und kann man einfach stumpf zusammenschrauben. Übrigens, das ganze Werkzeug, was du jetzt hier in diesem Video sehen wirst, findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Als allererstes habe ich die Tiefe bestimmt und das Ganze mit einer Wasserwaage an dem Fliesenspiegel angezeichnet und die Dachschräge mit einem Winkelmesser entnommen. Ich habe mir dann insgesamt 4 Rahmen gebaut, die ich ganz einfach stumpf zusammengeschraubt habe. Das ist unser Ausgangspunkt für die gesamte Rahmenkonstruktion. Das Ganze ist wirklich ganz, ganz simpel gestaltet. Ich habe jetzt 4 Stück davon und davon bringe ich links und rechts ein in der Dachschräge an. Ich arbeite hier mit sogenannten Glasklötzen bzw. mit kleinen Keilen, die ich dazu nutze, um das Ganze im Lot zu bringen. Denn so eine Dachschräge, das Ganze ist nicht immer exakt in einem 90-Grad-Winkel. Dem unteren Bereich bzw. wo die Rahmenhölzer auf ein Fliesenspiegel treffen. Das Ganze werde ich dann mit Silikon verkleben. Warum, weshalb? Ganz einfach, wenn man mal aussieht, kann man das Ganze schnell entfernen. Und im oberen Dachbereich verwende ich hier sogenannte Rigipsdübel. Das Ganze markiere ich mir hier mit einem Schraubendreher vor und dann werden die Rigipsdübel eingeschraubt. Ich kann euch empfehlen, welche aus Metall zu verwenden, nicht aus Kunststoff. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die ganz schnell immer wegplatzen. Silikon ist ein wunderbarer Montagekleber für Stellen, wo man nicht bohren kann. Beispielsweise jetzt hier den Boden oder seitlich den Fliesenspiegel. Das überschüssige Silikon können wir nachher mit einem Cutter entfernen. So schaut das Grundgerüst aus und ihr seht, ich habe in der Mitte nochmal eine Mittelstrebe reingezogen, denn es wird dann nochmal ein Einlegebohren erfolgen. Rechts im Bild könnt ihr eine kleine Kappumgehungssäge sehen. Die kann ich euch wirklich empfehlen für solche Arbeiten. Die hat wirklich sehr, sehr gute und tolle Dienste geleistet. Für den Zwischenboden oder besser gesagt für den Einlegeboden habe ich mich für eine weiß beschichtete Spanplatte entschieden. Die Schnittkante ist allerdings nicht so schön. Da bringen wir jetzt einen Anleimer ran. Das ist in dem Falle Buche. Den könnt ihr ganz einfach mit einem Bügeleisen anbügeln und das überschüssige Material damit ein Stecheisen entfernen und anschließend die Kante brechen mit etwas Schleifpapier. Da die Tür nicht die gesamte Breite der Dachschräge abdeckt, haben wir uns dafür entschieden, dass wir links und rechts nochmal eine Tür einbauen. Die habe ich, wie ihr gerade gesehen habt, ganz einfach stumpf zusammengeschraubt. Die Befestigung bzw. dass sich die Tür öffnen lässt, das ganze System ist auch sehr, sehr simpel. Wir verwenden hier ein Klavierband. Das Klavierband könnt ihr in 1,20 Meter bis 2 Meter Länge bestellen und dann mit der Eisensäge zusägen und dann ganz einfach an der Dachkonstruktion festschrauben. So schaut das Ergebnis
jetzt aus. Und die Idee dahinter ist jetzt, diese große Tür als Schiebetür umzufunktionieren. Zu damaligen Zeitpunkt hatte ich schon eine grobe Idee im Kopf, aber wusste nicht so ganz genau, ob das Ganze klappen sollte. Mittlerweile sind so einige Wochen vergangen und wir haben den Korpus oder die Grundkonstruktion mit einer weißen Farbe von Zykos, genannt Bel Air, lackiert. Wie am Anfang des Videos schon erwähnt, ist das Ganze so in Etappen entstanden. Ich habe jetzt hier beispielsweise jetzt oben nochmal eine Querbalken eingesetzt. Daran möchte ich dann später die Schiebetüren, Profilschienen befestigen. Dazu eignet sich wunderbar, um die Breite zu messen, ein Laser. Sehr, sehr effektiv und sehr, sehr günstig. Im Anschluss habe ich dann die Türen links und rechts nochmal ausgehangen und das Ganze mit ein Wiener Beflecht bestückt. Hat so ein bisschen Boho-Style. Gefällt uns ziemlich gut. Und nun kommen wir auch zu dem Schiebesystem. Ich habe mich hierfür für ein Schiebesystem von der Firma Hettich entschieden. Das sind einfach so zwei Laufwagen und daran könnte dann ein Element hängen plus das Gegenstück. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr simpel und sehr einfach umgesetzt. Die Führungsschienen in einer Länge von 2 Meter könnt ihr dann dementsprechend zuschneiden. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir einfach 2 Ebenen einbringen. Sprich, wir haben später dann 2 Segmente hinten laufen auf einer Schiene und ein großes Segment auf der vorderen Schiene. Die Schienen könnt ihr ganz einfach festschrauben an den Balken, den ich angebracht habe vor ein paar Minuten beziehungsweise vor ein paar Wochen. Und das Ganze wird ganz einfach von unten verschraubt. Wichtig ist hier, dass die Schrauben wirklich bündig sind, nicht dass der Laufwagen irgendwo hakt. Im Anschluss haben wir dann das Türblatt zugesägt. Dafür habe ich meine schöne Tauchkratzsäge verwendet, samt Führungsschiene. Wirklich ein ganz, ganz tolles Tool. Findest du auch direkt unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie auch ein passendes Video. Zum Anzeichnen der Schnittkante haben wir hier einen 90-Grad-Winkel verwendet. Wir haben uns einfach dafür entschieden, dass wir die Tür jetzt einfach in 3 Segmenten aufteilen. Links und rechts ein kleines Teil und in der Mitte ein großes Teil. Und hier könnt ihr das Ganze nochmal in Aktion sehen. Wichtig ist auch hier, dass ihr die mitgelieferten Stopper integriert und festschraubt. Somit könnt ihr dann die Bewegungsfreiheit der Tür oder das Element einschränken. Im Anschluss haben wir uns dann an die Verkleidungsarbeiten gemacht. Dafür habe ich mich für ein 10 mm Sperrholz entschieden, das ihr beispielsweise bei Plattenzuschnitt 24 bestellen könnt. Das ist mein Plattenlieferant. Ihr bekommt auch nochmal einen Rabattcode, Mr. Handwerk 5. Und alle weiteren Infos findest du direkt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr bekommt dort auch Multiplex, Siebdruckplatten, Acrylglasplatten und so weiter und so fort. Schaut doch mal vorbei. Mit den 10 mm Sperrholz habe ich dann die Führungsschienen quasi verdeckt, das Ganze einfach stumpf verschraubt und etwas Leim angegeben, denn so eine Dachschräge arbeitet ziemlich. Falls ihr keine Tischkreissäge habt oder eine tolle Tisch- oder Tauchkreissäge, dann könnt ihr euch das Ganze auch bei Plattenzuschnitt 24 auf Maß zuschneiden. So sieht das Ganze aus. Richtig, es fehlt jetzt noch ein bisschen Farbe und Tapete, dazu kommen wir gleich. Was mir noch aufgefallen ist, durch die Führungsschienen, dass wir so ein bisschen Luft haben, mindestens 1 cm. Und da könnt ihr beispielsweise eine Bürstendichtung verwenden, die ist einseitig klebbar und somit habt ihr das Problem dann auch gelöst. Und jetzt können wir uns an das Tapezieren machen. Heutzutage gibt es schon fertigen Kleister, der fertig angerührt ist. Einfach raufpinseln und dann loslegen mit den Tapezieren. Für alle Ecken kennt ihr ja die Wunderwaffe Acryl, das Ganze noch reinspritzen und dann anschließend das Ganze nochmal streichen. Zum Thema Streichen bzw. Tapezieren, darüber gibt es auch 1-2 extra Videos von uns, die werde ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Zu guter Letzt haben wir das Ganze noch gestrichen und wir haben ringsherum das Ganze mit Silikon versiegelt. Links und rechts weiß und unten beige, passend zu den Fugen im Badezimmer. Ja, und das war es auch soweit gewesen. Ein recht einfaches Projekt. Alle Werkzeuge, die ich jetzt in diesem Video verwendet habe, findest du auch direkt unter dem Video. Ja, ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen, hat dir so ein paar Ideen gegeben, wie du das Ganze zu Hause umsetzen kannst. Und ja, ich würde mich über einen Handwerker-Daumen nach oben freuen und natürlich über ein Abo. Ansonsten gibt es auf meinem Kanal ganz, ganz viele Do-it-yourself-Projekte, beispielsweise hier über diese Bank. Die haben wir auch aus Gerüstboden gefertigt oder hier im Hintergrund den Toilettenpapierhalter. Beide Videos findest du unter den Videos bei mir. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Bis dahin, euer Mr. Handwerk auf YouTube. Ciao. So, jetzt packen
wir das nächste Projekt an.